Allgäu TV Spezial. Wie wäre es wohl, einmal wie ein Fisch durchs Wasser schwimmen zu können? Die Welt oberhalb der Wasseroberfläche einfach zu vergessen. Zuschauer. Sie sehen, ist für mich heute ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, denn ich bin eine Meerjungfrau. Heute zwar nur im Schwimmbad, aber man muss sich an diese Art zu schwimmen auch erst einmal gewöhnen. Und damit das so schnell wie möglich klappt, ist ein Kurs im Meerjungfrauenschwimmen gar keine schlechte Idee. Und da kommt Michael Keller ins Spiel. Seit fast 2,5 Jahren bringt er Kindern und Kindgebliebenen das Schwimmen mit der Flosse bei. Die anderen Meerjungfrauen sind alle schon ordentlich am Schwimmen. Ich will jetzt auch endlich rein, aber dafür brauche ich natürlich eine Flosse. Wie funktioniert das? Wie schlüpfe ich rein? Flosse anziehen ist im Prinzip ganz einfach. Kommt ein Fuß kommt rechts, ein Fuß kommt links und dann wird das Ganze wie ein Badeanzug drüber gestülpt. Also, komm mal hier. Okay, du hilfst mir. Nummer eins. Oh, man ist ganz schön fest drin und fühlt sich ein bisschen gefangen. Muss fest drin sein, weil sonst beim Schwimmen die Flosse eher verliert. Im Prinzip eine ganz normale Monoflosse, mit der man auch ohne Badeanzug schwimmen könnte. Den Rest darfst du jetzt selber. Genau. Dann gebe ich dir das Mikro einmal. Genau. Ein gestrandeter Goldfisch. Ja, wie ein Fisch auf dem Trockenen bin ich noch. Wie schwer ist das Ding? Oh, ein Kilo? Ein Kilo, das geht ja sogar noch. Im Wasser merkst du das Gewicht nicht mehr, aber du merkst halt die Verdrängung. Eine richtig schwere Flosse, mit der du richtig Gas geben kannst. Also du merkst nachher richtig, dass du richtig gut schwimmen kannst damit. Wie komme ich jetzt rein? Also ich komme jetzt rein. Genau, du hältst dich einfach hier fest. Genau. Wunderbar. Schwierigste hat sie geschafft. Jetzt gehst du mal an meinen langen Arm, hältst dich jetzt mit beiden. Und so sehen die ersten Schwimmversuche aus. Durch die Flosse an den Füßen, die man nicht mehr unabhängig voneinander bewegen kann, ist es gar nicht so einfach, den Kopf an der Wasseroberfläche zu lassen. Wie beim Tanzen ist hier der Rhythmus entscheidend. Beine, Po und Hüfte müssen zusammenarbeiten und das erfordert ein wenig Übung. Aber nach einer kurzen Zeit wage ich meine ersten Tauchversuche.
Ein paar menschliche Charakterzüge werde ich zwar nicht ablegen können, schließlich muss ich doch zwischen meinen Tauchgängen immer wieder Luft holen. Aber es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Erfüllst mit diesem Meerjungfrauenschwimmkurs den Traum aller kleinen Mädchen und ganz offensichtlich auch meinen. Wie bist du dazu gekommen? Es ist ja irgendwie doch sehr ungewöhnlich, oder? Ja, das war ein bisschen ein Zufall. Meine Tochter war damals 4, die wollte unbedingt so eine Flosse haben. Dann haben wir ihr eine machen lassen, weil die in der Form und in der Größe gar nicht zur Verfügung stand. Die ist dann ein paar Mal geschwommen damit und irgendwann kam sie und sagte, Papi, du musst was machen, die Kinder wollen alle schwimmen. Und dann haben wir die Kurse angefangen. Und jetzt machen wir gerade zu 2,5 Jahren ungefähr, machen wir jetzt die Kurse. Und die Flossen stellt ihr selbst her oder wo kriegt ihr die her? Nein, da haben wir eine deutsche Firma. Das ist auch in Deutschland die beste Firma, die die Dinger produziert. Das ist die Flosse, da ist der Bikini mit dabei, Bikinihöschen mit dabei. Und der Schutzbezug, der über die Flosse drüber kommt, und die kriegen wir da als Set. Genau. Und für wen ist dieser Kurs jetzt geeignet? Gibt es irgendwie Grundvoraussetzungen? Wahrscheinlich, dass man schwimmen muss, oder? Ich habe mein Seepferdchen, das ist schon mal gut, oder? Das ist ganz wichtig. Nein, durch das, dass wir ja keinen Schwimmkurs machen, sondern wirklich diesen Meerjungfrauenschwimmkurs, müssen die Teilnehmer alle sicher schwimmen können und mindestens die Kleidergröße 128 haben, weil sonst passt ihnen in die Flosse nicht. Und wie wird der Kurs hier angenommen? Sehr gut. Ja, nee, also wirklich klasse. Wir machen meistens 2 Kurse hintereinander, das begrenzt auf 7 Kinder, sodass wir, wenn wir zu zweit im Wasser sind, auf die Kids auch immer aufpassen können, dass wir die Kids auch immer unter Kontrolle haben. Wenn die älteren Kinder jetzt so wie im letzten Kurs waren, ja welche über 15, dann können die auch selber stehen, dann ist es ein bisschen sicherer für uns. Aber ansonsten sind wir immer zu zweit, maximal 7, und dann ist es ganz sicher. Wenn du das ihnen beibringst, heißt es ja, dass du es auch können musst, oder? Sieht man dich auch manchmal bei den Kursen in Schwimmflosse? Ja, nicht ganz unbedingt mit der ganzen Flosse, das erinnert dann eher so an Robbenschwimmen, aber mit der Flosse an sich schon, doch, ja. Wenn du mit deiner Kleinen dann schwimmst. Ja, genau. Schon seit der griechischen Antike sind die Menschen von Meerjungfrauen fasziniert. Sie verzauberten Seefahrer, wurden als Galionsfigur und Statuen verewigt. Heute wird vermutet, dass Seekühe für die Verwechslung verantwortlich sind. Nach einer so langen Zeit auf dem offenen Meer sahen sie menschlichen Gestalten zum Verwechseln ähnlich. Eine der bekanntesten Meerjungfrauen stammt wohl aus Dänemark. Der Märchendichter Hans Christian Andersen schrieb schon 1837 die Geschichte Die kleine Meerjungfrau. Der 1989 in der USA erschienene Disney-Film Ariel hat ganze Generationen von Kindern für das Leben unter dem Meer begeistert. Aber auch in heutigen Fernsehserien kommen immer mal wieder Sirenen, Nixen und Meerjungfrauen vor. Und die locken Kinder in die Schwimmbäder, um das Schwimmen mit der Flosse zu lernen. Shania und Angelina, ist das das erste Mal, dass ihr das jetzt hier macht? Ja, ja. Und wie seid ihr drauf gekommen? Wolltet ihr schon immer mal Meerjungfrau sein? Weil das wollte ich schon immer mal. Ja, also wir haben auch nur 2 Freundinnen dabei und wir sind so eine Clique. Und dann wollten wir das schon mal machen. Ja, ich wollte auch schon mal. Habt ihr das schon mal im Fernsehen gesehen oder wie seid ihr denn drauf gekommen? Ja, wir schauen manchmal die echten Figuren H2O plötzlich Meerjungfrauen an. Ja. Und dann wolltet ihr auch so sein wie die. Und wie war jetzt der Kurs? War das sehr anstrengend? Ja, am Anfang war es ein bisschen komisch. Ja, am Anfang war es auch ein bisschen komisch. Was hat dir am besten gefallen denn so? Das Tauchen. Das Tauchen, aber es ist auch, wie lange meint ihr, könnt ihr die Luft anhalten? 30 Sekunden. Ja, auch so ungefähr 30. Wahrscheinlich, ne? Wollt ihr noch einmal kurz reinspringen und mir nochmal zeigen, wie ihr das macht? Ja. Super.
Der Trend, seine Beine gegen einen Fischschwanz auszutauschen, kommt übrigens aus den USA. Dort haben sich Frauen schon Mitte der 80er nach dem Erscheinen des Films Splash in die engen Schwanzflossen gequetscht. Mittlerweile kann man auch fast überall in Europa wie eine Meerjungfrau durchs Wasser gleiten. Deutschland ist allerdings noch immer Vorreiter auf unserem Kontinent. Du, glaube ich, bist hier die Jüngste im Kurs wahrscheinlich, ne? Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Ich werde aber am 15. September bald 8. Ah, dann bist du ja gar nicht mehr so jung. Erzähl mir mal, wie hat es dir gefallen und war es sehr anstrengend? Ja, schon am Anfang. Wie, ist es sehr ungewohnt, oder? Wenn man die Beine nicht richtig auseinander bewegen kann? Ja, ich muss die ganze Zeit mit der Hüfte und dem Popo so wackeln. Aber dann am Ende hat es ja ganz gut geklappt, ja, oder? Wunderbar. Willst du das öfters machen noch oder hat es jetzt erstmal gereicht, Meerjungfrau zu sein? Meine Oma wohnt eine Stunde von hier entfernt, also auch in den Bergen, mein Opa. Und ich bin hier da gerade zu Besuch. Ah, du bist quasi eine Bergmeerjungfrau. Ja. Und was findest du denn an Meerjungfrauen so toll überhaupt? Dass die halt unter Wasser atmen können. Das ist ja schon sehr praktisch hier, ne? Super. Welche Schwanzflossenfarbe hattest du denn? So lila-rosa. Fandest du es gut? Wunderbar. Dann nur beim Tauchen hatte ich ein bisschen Probleme. Oh, wieso das? Weil ich habe die Beine dauernd so angewinkelt und dann hat es immer so gestockt. Und es ist auch anstrengend, weil man nicht so lange die Luft anhalten kann, ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber hast du super gemeistert den Kurs, ja, oder? Manche sind ja auch einfach so durch zack geschwommen. Manchmal braucht man ein bisschen länger. Willst du es denn nochmal machen irgendwann? Ja, glaub schon. Schon, oder? Und dann? Ich halt schnell herum und dann gibt es das vielleicht auch dahin, wo ich herkomme. Das hoffen wir. Dankeschön. Bitte. Ich habe da noch was für dich. Weil du so toll mitgemacht hast, hast du dir natürlich auch eine Urkunde verdient. Damit ich jetzt offiziell eine Allgäuer Meerjungfrau bin. Vielen Dank. Da bin ich gerne. Ich wünschte, ich könnte immer eine Meerjungfrau sein. Da das leider nicht funktioniert, muss ich wohl weiter tagträumen. Und irgendwie würde ich den Boden unter meinen Füßen ja doch vermissen.